Hallo meine Freunde, hier kommen jetzt ein Wischroboter mit Ladestation. Weiter nach dem Intro. Hier haben wir einen Wischroboter von der Firma Medion. Wir gucken uns kurz mal so von außen alles an. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Ja, der Karton ist auch nicht gerade klein. Also Gewicht ca. 3,6 Kilo. Betriebszeit bis zu 80 Minuten. Ladezeit ca. 5 Stunden. Hat einen Wassertank, also für sauberes Wasser, und einen Schmutzwassertank. Aber das gehen wir gleich noch im Detail durch. Sonst kann man hier auch nicht viel sagen. Ich würde sagen, wir packen das mal aus jetzt. Und dann hoffe ich, dass er das hält, was er verspricht. So, wie immer hat die Schere des Todes, um die Siegel zu öffnen. Habt ihr schon Erfahrung damit? Könnt ihr mir mal Kommentare schreiben? Oder interessiert euch dafür? Sehr groß. Fischen raus und dann gehen wir im Detail das durch. Schritt für Schritt. Ist sehr gut verpackt. Also im zweiten Video werde ich dann auch zeigen, wie er arbeitet und nicht arbeitet. Und dann werde ich auch Schmutz eintrocknen lassen. So, der Karton ist leer. Dann kommen wir mal jetzt. Ja, hier haben wir die Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier zwei Batterien. Und die zugehörige Fernbedienung, also funktioniert mit einer Fernbedienung unter anderem. Das ist ein Teil der Ladeschale. Wir haben eine Reinigungsbürste, ein Draht und eine Rolle. So, dann kommen wir zum nächsten Netzteil. Das Ganze mal raus hier. Vorsichtig. So, das ist auch alles gewesen. So, wir gucken uns jetzt mal eine Nahaufnahme an. Hier ist clean. Informationen, Modis. Hier haben wir den Antrieb. Hier ist schon eine Bürste drin und dann ist auch eine Gummilippe. Hier ist ein Wassertank. Und eine kleine Lenkrolle ist drin. So. Den wollen wir das doch ganz mal öffnen. Open. Also hier kann man das Wasser ablaufen lassen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist so Gumminocken. So, nehmen wir den auseinander. Hier haben wir für Frischwasser. Hier sieht man auch das andere Symbol. Wasserhahn. Einfach zu öffnen. Und dann passt das schon. Frischwasser einfüllen, das ist der Schmutzwassertank. Das ist ein Filter, den kann man auch reinigen. Das ist denn der Hindernissensor, also hat auch mehrere Sensoren, so dass er, wenn eine Treppe im Weg ist, nicht die Treppe runterfällt.
Meistens ist das Gerät ja auch schnell kaputt. Einsetzen. Ja, das ist es hier auch schon. Und im zweiten Teil, wie ich das schon gesagt habe, werden wir das Testergebnis sehen. Jetzt werde ich das Ding 5 Stunden aufladen lassen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer Raver Dave. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und liked mich und teilt mich und abonniert doch meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Bis dann, euer Raver Dave.